Hallo Friends und willkommen zum 22. Part von Tell Me Why. Ja, der letzte Part war geprägt von vielen Rätseln, die wir auf dem Speicher vollbracht haben. Wir haben ziemlich viel erfahren. Nur der letzte Part ist schon ziemlich lange her. Also wenn ich das so zusammenfassen kann, glaube ich einmal, dass Sam schon mal öfters Marianne einen Heiratsantrag gemacht hat, Marianne aber immer abgelehnt hat. Dann wissen wir, dass Marianne früher schon ein Kind hatte, das hieß Leo oder Leo, ich weiß es nicht mehr so, ich glaube Leo. Das Kind ist aber leider nach ein paar Tagen, Wochen, was auch immer, gestorben. Dann wissen wir, dass Marianne auch eine nicht so tolle Kindheit hatte, dass sie nicht so eine gute Beziehung zu ihren Eltern hatte und dass sie ja eigentlich was anderes ausüben wollte, jetzt freizeittechnisch oder arbeitstechnisch, als die Eltern es von ihr wollten. Der Vater von Leo ist aber nicht der Vater von Tyler und Allison, es ist jemand anderes. Ja, ich glaube, das waren jetzt so die größten Sachen. Falls ihr nochmal was nicht mehr wisst, dann schaut einfach beim Part davor vorbei. Bevor wir jetzt noch länger hier rumschnacken, würde ich sagen, legen wir los. So, hier sind wir. Verlasse den Speicher, steht jetzt an. Ich glaube, genau hier haben wir geendet. Ja. Und deswegen begeben wir uns jetzt zum Speicher. Und willst du wirklich gehen? Sicher, dass wir alles gesehen haben? Ja, lass uns gehen. Wir haben alles gesehen. So oder so. Ich bin bereit, das hier abzuschließen. Ich auch. Hö, wir haben doch alles gesehen. Okay, jetzt machen die mir ein bisschen Angst, dass wir nicht alles gesehen haben. Oha, das ist alles so lila hier. Wow. Was war jetzt nochmal der Plan? Also wir rennen jetzt einfach mal Allison hinterher. Ich glaube, wir sehen jetzt irgendwas am Steg. Oder? Worauf warten wir? Ich will wissen, wer in dieser Nacht dort war. Ja, ich will's auch wissen. Versuchen wir uns zu erinnern, mit wem Marianne gestritten hat. Beinahe. Ich wusste es. Tom Becky ist unser Vater? Ich wusste es. Natürlich ist es. Tessa wusste es, nicht wahr? Ja, mit Sicherheit. Das wollte sie uns nicht erzählen. Gott, Marianne und Tom? Ich weiß. Ach, was sollen wir jetzt tun? Wir rufen ihn her und fragen ihn, was wirklich los war. Und wenn er nicht will? Wir wissen Bescheid. Er muss. Tom, hier ist Allison. Wir müssen reden. Wir wissen, dass du es warst. Ich wusste es, Leute. Ich wusste, wir dürfen ihm nicht vertrauen. Also jetzt, er ist unser Vater. Eigentlich hätten wir ihm vertrauen können, als er vor unserer Haustür stand. Aber er ist der Vater. Oh mein Gott. Mich das machen. Ich kenne ihn besser. Naja, zumindest dachte ich das. Klar, wie du willst. Solange wir Antworten kriegen. Kinder, hör zu. Du bist unser Vater. Ja. Du wusstest, wie schlecht wir es hier hatten. Wie wenig wir hatten. Du hast Marianne nicht geholfen. Meinst du das Geld, das sie wollte? Wir hatten auch nichts übrig. Der Winter war für alle hart.
Und ihr werdet hier draußen verhungert, ohne das ganze kostenlose Essen von uns. Tu nicht so, als wärst du involviert. Das war alles Tessa. Das ist eine gemeine Unterstellung, junger Mann. Mag sein, dass es ursprünglich Tessas Idee gewesen ist. Aber ich habe sie unterstützt. Und eure Mutter war froh, von unseren Almosen zu leben. Okay, das ist jetzt... Du hast Mary Ann ertrinken lassen? Warte, lass mich kurz überlegen. War er das? Ich würde erstmal das mit der Scheune sagen. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil du hast Mary Ann ertrinken lassen, ist gerade schon eine harte Nummer. Du wolltest unsere Scheune niederbrennen und hast Tyler bewusstlos geschlagen. Ich wollte nie jemanden verletzen. Ihr solltet gar nicht zu Hause sein. Okay, das war er. Hast du nicht mal daran gedacht zu helfen? Was wollt ihr hören? Ich bin in Panik geraten. Ich hatte Angst, dass mir diese ganze Sache um die Ohren fliegt. Ich musste handeln. Hä? Okay. Also, was sollen wir jetzt tun? Wir sagen ihm, dass er wieder in Ordnung bringen soll. Was er angerichtet hat. Ich weiß nicht, ob wir das sagen sollten, Leute. Hey, hörst du mich? Ja, sorry. Ich muss mich gerade wirklich anstrengen, nicht ins Gesicht zu schlagen. Es tut ihm nicht mal leid, was er getan hat. Er hätte dich umbringen können. Ja, aber er ist ein mieser Feigling. Sollen wir das jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Wir gucken, wir machen es jetzt einfach mal. No risk, no fun. Du warst damals hier. Du hast Marianne und Tyler gesehen. Warum hast du nicht geholfen? Ich weiß, das war nicht korrekt. Aber sie hat mein Leben bedroht. Also hast du beschlossen, sie ertrinken zu lassen? Ich habe gar nichts beschlossen. Es ging alles so schnell und ich bekam Panik. Und als ich in die Stadt zurückkam, war Brown bereits auf dem Weg. Ich konnte wirklich überhaupt nichts tun. Du hast uns im Stich gelassen. Das musst du wieder richten. Ich mache, was immer ihr wollt. Solange nichts davon rauskommt. Wie bitte? Ihr wollt, dass ich für meine Fehler bezahle? Schön. Aber Tessa darf das nicht erfahren. Auf keinen Fall. Tessa weiß es schon, Tom. Nein. Das ist unmöglich. Du begreifst es nicht. Der Grund für Tessas und Mary Anns Zerwürfnis bist du. Ich... Aber sie... Sie hat nie was gesagt. Oh Gott. Du solltest mit deiner Frau reden. Hättest du das getan, wären wir vielleicht nicht in dieser Situation. Und Mary Ann wäre vielleicht nicht tot. Ach bitte, gerade du solltest doch ganz genau wissen, wie schlecht es Mary Ann ging. Sie war völlig verwirrt. So etwas wäre früher oder später ohnehin passiert. Und du wolltest nicht riskieren, da zu sein, wenn es passierte. Selbst wenn sie deshalb ihre Kinder hier draußen alleine aufziehen musste. Hättest du deinen Mann gestanden, wäre das alles nicht passiert. Ich hatte keine Wahl. Das hätte nie geschehen dürfen. Aber, naja, eure Mutter war eine wunderschöne Frau. Und sie ist so weit herumgekommen und hat so viel erlebt. Alles, was ich immer tun wollte. Ich wurde eingeholt. Die Liebe hat mich erwischt. Hör zu, ich habe Fehler gemacht. Aber das wird diesen Kreis hier nicht verlassen. Warum? Wir wissen's. Und Tessa auch. Mary Ann ist tot. Es hat keinen Sinn, es zu verheimlichen. Er hat Angst, dass es seine Kampagne versaut. Irre ich mich? Scheiße, Tom. Ich habe euer Geheimnis jahrelang bewahrt. Ich will es nicht ausplaudern. Aber wenn es nicht anders geht... Was? Ja. Eure kleine
Notwehrgeschichte. Ich habe nie jemandem erzählt, wie Mary Ann wirklich. In jener Nacht kam ich hierher, weil ich mir Sorgen um eure Mutter gemacht habe. Ich wurde gezwungen. Warum hast du es getan? Es ist sein Schuld. Es ist sein Schuld. Nein! Niemals! Du bist ein scheiß Lügner! Ich sah, was ich sah. Du manipulierst uns, genau wie du sie manipuliert hast! Tyler! Du hörst doch nicht auf ihn, oder? Sei jetzt nicht dumm, Allison. Willst du wirklich, dass das rauskommt? Du hast hier viel mehr zu verlieren als er. Seine Weste wird wieder weiß, aber du wirst zur Mörderin. Was würde dein Onkel sagen? Und Michael? Tja, es könnten sich alle von dir abkehren. Fass sie nicht an. Du weißt, ich habe recht. Tom, mach, dass du wegkommst. Tyler und ich müssen reden. Überlegt es euch genau. Ehe ihr irgendwelche Entscheidungen trefft. Ihr zieht da so viele Personen mit rein. Verpiss dich einfach, Mann! Und komm nie wieder! Ellie, alles okay? Du hast diesem Arsch doch nicht geglaubt, oder? Oder? Was, wenn er recht hat? Ich hatte so viele Albträume von dieser Nacht. Sie ähnelten alle Toms Geschichte. Und wenn ich mich erinnern will, sehe ich nur noch das. Er will dich nur durcheinander bringen. Und du lässt es zu. Es steckt mehr dahinter. Seit wir damit angefangen haben, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass irgendwas nicht stimmt. Es stimmt etwas nicht, weil er es dir einredet. Lass ihn nicht damit durchkommen. Vielleicht ist es wahr,
Wir bringen Sachen durcheinander. Unsere Erinnerungen an die Vergangenheit unterscheiden sich. Das sind nur Details. Das hier ist anders. Sie wollte mich umbringen. Ich bin mir nicht mehr so sicher, Tyler. Sie hat eine Waffe auf mich gerichtet. Mich verfolgt. Sie hat gesagt, dass sie mich umbringen wird. Sie bedrohte Tom mit denselben Worten. Mit derselben Waffe. Auf demselben Pier. Was du zu Eddie gesagt hast, kam wie ein Echo zu mir zurück. Könnte es nicht sein, dass das hier auch passiert ist? Ich denke schon. Fuck. Ich weiß es nicht. Und wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, was? Denn sobald du etwas den Rücken kehrst, war's das. Ja. Ich glaube, in dem Fall musst du dich entscheiden, woran du glaubst. Ich? Ja, du musst damit klarkommen, Ellie. Das heißt, du musst dich entscheiden. Für die Version der Vergangenheit, die dir am schlüssigsten erscheint. Kein Wegrennen. Egal, was du wählst. Du musst damit leben, okay? Nein, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen. Ich kann mich doch... Ja, die Version, an die Tyler glaubt, wäre besser für... Ich muss mal kurz hier. Die Version, an die Tyler glaubt, wäre in dem Fall besser, weil so eventuell Mary Ann richtig dargestellt wird, nicht als Monster, sondern so wie sie wirklich war und dem geschuldet, was sie durchleben musste. In dem Fall aber die Version von Tom wäre besser für Allison, weil ich glaube nicht, dass sie damit leben kann, dass sie Mary Ann so getötet hat, ohne dass es überhaupt nötig war. Wisst ihr, was ich meine? Aber dadurch, dass es gerade darauf ankommt, wie
Tyler und Allison damit leben, weil die beiden haben ihr Leben noch vor sich. Mary Ann nicht mehr und was Tom denkt, ist sowieso jetzt gerade egal. Es geht gerade in dem Fall nur um Allison und Tyler und dass die noch ihr Leben gut verbringen können. Und ich glaube, deswegen wähle ich Tylers Version, damit Allison wieder jetzt in dem Fall nicht ihre Schuld bei sich sucht und dass sie im Endeffekt danach auch vielleicht umsonst ihre Mutter getötet hat. Deswegen würde ich, glaube ich, Tylers Version nehmen. Weil ich meine, wenn Mary Ann jetzt von oben herabschaut und sieht, dass jetzt nachher vielleicht Allison und Tyler mit einem ganz falschen Bild leben, ich glaube, sie weiß, dass es hauptsächlich darum geht, dass sie beiden ne, ein gutes Leben noch führen. Deswegen nehme ich jetzt. Ich werde dich umbringen! Ich will dir nicht wehtun. Ich wähle jetzt die... Ich werde dich umbringen. Bei irgendeinem Grund hat das schon, dass Mary Ann Tyler bedroht hat. Ich werde dich umbringen. Wollte nicht nochmal von ihren Kindern getrennt werden. Und der einzige Weg, das zu verhindern, war, wenn wir alle gemeinsam gehen. Ich weiß es ganz genau. Ich habe dich gerettet. Uns gerettet. Ich weiß. Du hast das Richtige getan. Willst du wieder reingehen? Ja. Hey, guck, was ich unten gefunden habe. Was meinst du? Ist er gut gealtert oder bloß verdorben? Dann Prost, sag ich mal. Ich kann nicht glauben, dass Tom dachte, wir schlucken das. Und ich's fast getan hätte. Ja, ich kann kaum glauben, dass er und Mary Ann... Was hat sie bloß in ihm gesehen? Sie war wahrscheinlich sehr, sehr einsam nach dem Verlust von Leo. So einsam könnte ich nie sein. Hör zu, bei all dem, was passiert ist, habe ich nachgedacht. Über die Stimme. Dass wir aufhören sollten, sie zu nutzen. Was? Ich vertraue ihr nicht. Und ich glaube, wir wären ohne sie besser dran. Heute Morgen hatte ich diese schrecklichen Visionen. Von dir und Mary Ann und Eddie. Vision? Wie unsere Erinnerung? Ja, aber anders. Meine schlimmsten Gedanken wurden zum Leben erweckt. Du warst in meinem Zimmer und sagtest, ich hätte dich im Stich gelassen. Eddie nannte mich eine Schlange. Es tut mir leid. Ich hätte für dich da sein sollen. Schon okay, ich bin schließlich gegangen. Es darf nur nicht wieder passieren. Ich glaube, das wird es nicht. Irgendetwas hat uns gedrängt, Antworten zu finden. Und
Jetzt haben wir sie. Vielleicht liege ich falsch. Und wenn es so schlimm bleiben sollte, können wir aufhören. Aber ich will wirklich behalten, was uns ausmacht. Der wilde Jäger war gezwungen, bei der Mondhexe unter dem See zu bleiben. Doch sie tötete ihn nicht. Denn selbst mit nur einer Hand war er ein überaus nützlicher Diener. Er wartete auf den Tag, an dem er den See verlassen Bruder und Schwester? Und Jagd auf die kluge Prinzessin machen würde, um sich seine linke Hand zurückzuverdienen. Immer. Und das war die Geschichte davon, wie die listigen Kobolde die kluge Prinzessin vor dem wilden Jäger bewahren. Leute, ich dachte gerade, es wäre vorbei. 6 Monate später. Okay. Hey, ich bin's. Hey, ist alles okay? Ja, alles okay. Ich komme gerade vom Einkaufen und dachte, ich ruf an. Es ist echt schön, deine Stimme zu hören. Was gibt's Neues? Wie ist das Leben in der Großstadt? Juno ist cool. Cool? Okay, ich bin voll begeistert. Die Leute im JBG sind so freundlich und ich war sogar schon auf einer Demo. Sieh dich mal an, Mr. Famous. Hast du meine Nachricht erhalten, dass Tom die Wahl verloren hat? Ja. Ich bin weder überrascht, noch tut's mir leid. Oder sonst was. Scheiß auf den Kerl. Oh, wo wir gerade davon sprechen. Tessa hat ihn verlassen. Endlich, Gott. Ich hoffe, sie hat ihn auch wirklich absolviert. Im Namen des Vaters. Tschüss. Ich muss echt meinen Arsch hochkriegen. Ich wollte eine neue Geschichte schreiben, aber ich schieb's ständig auf. Eine neue Geschichte für das Buch der Kobolde? Ja, quasi eine Art Fortsetzung. Oh, cool. Ich will wissen, wie es mit denen weitergeht. Danke. Genau das wollte ich hören. Okay, ich denke, ich muss los. Okay, nur ganz kurz. Ist alles okay mit dem Haus? Ja, ich mach's mir langsam zu eigen. Zähme es, sozusagen. Glaubst du, das war die richtige Entscheidung zu bleiben? Ja,
denke schon, selbst nach allem. Es fühlt sich an, als wäre ich hier richtig. Vielleicht kannst du ja darüber schreiben. Weißt du was? Das ist gar keine schlechte Idee. Okay, aber erwähn mich, wenn du das tust. Mach ich. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb. Okay, dann schauen wir uns jetzt ein letztes Mal hier um. Es gibt doch nichts Schöneres, als 20 Meilen zum nächsten Laden zu fahren. Aber immer noch besser, als die Veckis sehen zu müssen. Oh Gott, wie süß. Wer ist denn das? Michael und Tyler? Wieso würde ich jetzt lieber die Spüle reparieren, als etwas zu schreiben? Waschbecken anrufen. Ja, neues Kapitel. Ja, ich glaube. Cool. Jetzt nur noch schöne Erinnerungen hier. Hey, Allison. Du gehst wohl auch nicht ans Festnetz. Ich wollte nur fragen, ob unser Abendessen morgen noch steht. Ich mache meine köstlichen Fischtacos à la Eddie. Oh, sorry, ich muss weg. Bürgermeister Sko ist da. Hab dich lieb, kleiner Elch. Hey, Prinzessin. Also, du wolltest ja, dass ich dir vorher Bescheid gebe. Ich bin auf dem Weg, um diese Tür auszutauschen. Also, bis dann. Wir sehen uns. Du stehst auf der Seite des Bettes. Nur so konntest du die Leere füllen, wo Hungerwellen tosen. Manche Tage sind besser als andere. An manchen Tagen fühlst du dich nicht, als ob dein Herz aus deiner Brust reißen müsstest, um davon zu zehren, nur um so zu tun, als würdest du etwas anderes fühlen als dieses Unerklärliche. Aber es ist 2.30 Uhr und die Geräusche des Regens kämpfen gegen das Echo der... Heute Nacht weißt du wieder nicht, was du mit deinen Händen und deiner Lunge anfangen sollst. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Du guckst auf die Uhr und zählst die Stunden zurück zu dem, was war. Und dann drehst du die Zeit auf jeder Uhr zurück. Vergib mir, manchmal habe ich Angst, zu einem weiteren Staubfänger in der Ecke eines Regals wird und dass ich nicht heranreiche. Du stehst etwas zu nah an der Kante einer Bahnlinie. Hier bist du. Es ist nicht so, als ob du springen wollen würdest. Du denkst nur darüber nach. Okay. Café Allison. Hat die ein eigenes Café aufgemacht? Nein. Nein, als wenn... No, it's been. Der Verlust der Prinzessin. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Ihre Reise durch den großen, weiten Wald bis zu diesem Haus hatte sie mit nicht mehr als den Kleidern auf dem Leib und einem einzigen Gedenken an ihr altes Leben beschritten.
einer strahlenden Tiara. Auf ihrer Flucht vor dem wilden Jäger hatte sie fast all ihr Hab und Gut verloren. Die Bäume rissen ihr den Rucksack von den Schultern und zerfetzten ihr Kleid, sodass sich dicke, rote Striemen auf ihrer Haut bildeten. Doch die ganze Zeit hinweg drückte sie die Tiara eng an ihre Brust, in der Furcht, womöglich zu stolpern oder sie fallen zu lassen. Die Tiara hatte ihren eigenen Platz in dem großen Holzhaus, ein Kissen am Fenster, wo die Sonne auf ihre Oberfläche fiel und sie zum Glänzen brachte. Die Prinzessin konnte die Tiara stundenlang ansehen. Sie staunte über ihre Schönheit und ließ ihre Finger an ihren Kurven hinabgleiten. Jeden Morgen erwachte sie und widmete sich als erstes ihrem Schmuckstück. Sie polierte die gesamte Oberfläche, damit die Tiara in ihrem vollen Glanz erstrahlen konnte. Anschließend hob sie sie hoch, setzte sich auf den Kopf und schritt damit durch den Wald mit dem beunruhigenden Gefühl der Vollständigkeit. Denn was war eine Prinzessin ohne eine Krone? Jeden Abend bettete sie die Tiara auf ihr Kissen, gab ihr einen Gute-Nacht-Kuss und ging zu Bett. Zuvor drehte sie sich noch einmal um sicherzugehen, dass die Krone noch da war. Sie hasste es, von ihr getrennt zu sein, doch sie wusste, dass die Tiara auf ihrem Kissen am sichersten war, während sie schlief. An die Arbeit. Komm schon, Allison. Du schaffst das, Ellie. Hoffen wir es. Hier ist dein kleiner Hund. Das letzte Kapitel schreibt. Was ist das? Die Prinzessin grübelte. Denn sie hatte begriffen, dass die beiden winzigen Diebe ebenso einsam waren wie sie selbst. Ein Freund ist jemand, den man gern hat und für den man sorgt. Jemand, dem man niemals schaden würde. Aber sicher. Vor langer Zeit lebte in einem tiefen alten Wald eine einsame Koboldin in einem großen, hölzernen Haus. Die Koboldin war nicht immer so einsam gewesen. Sie hatte einen Zwilling. Und in ihrer Kindheit waren sie unzertrennlich. Gemeinsam retteten sie die Prinzessin, überlisteten die Eistrolle und lockten den wilden Jäger in die Falle. Als sie aber älter wurde, beschloss die Koboldschwester, dass sie die Abenteuer satt hatte. Während ihr Bruder also auf Entdeckungsreise ging, blieb sie zurück und bewachte das große hölzerne Haus. Denn nicht in allen von uns steckt ein Abenteurer. Manche müssen zurückbleiben, um die Geschichten zu erzählen und Zuflucht zu gewähren. Für jene, die zurückkommen. Und jene, die nie fortgingen. Oh mein Gott. Krass. Wirklich krass.
Also, dass es jetzt so endet. Ja, Tyler ist wohl irgendwo in der Großstadt, bestimmt mit Michael oder so unterwegs. Sam ist immer noch der gleiche. Eddie, ja, vermisst wohl Allison, da sie jetzt ja in das Haus gezogen ist. Sie ist jetzt wohl die, die das letzte Kapitel geschrieben hat, und das war's jetzt. Oh Mann. Tom hat sozusagen seine, ja, Strafe, nicht Strafe, aber er ist nicht mehr mit Tessa zusammen und hat auch den Wettstreit um den Titel des Bürgermeisters, glaube ich, verloren. Ach, krass, Leute. Allison war dankbar, dass sie Mary Anns Rätsel gelöst haben. Ja, 84% haben das Rätsel gelöst. Allison hielt es für richtig, an der Erinnerung der Zwillinge festzuhalten. 100% haben der Erinnerung der Zwillinge geglaubt. Oha, ich dachte, manche hätten auch das andere genommen. Voll krass. Die Zwillinge haben auf ihr Band vertraut und ihre Stimme beibehalten. Ja. Eddie blieb im Ungewissen über Allisons Schuld an Mary Anns Tod. Ach krass, die meisten haben die Wahrheit gestanden. Ich hätte jetzt gedacht, besser sagt man nicht die Wahrheit, weil sonst weiß man ja nicht, was mit Allison gewesen wäre. Sam hat Allison gegenüber die Beherrschung verloren. Ach krass, 70% haben Sams Geschichte angehört. Michael fühlte sich mit Tyler näher. Ja, 71% haben Michael geküsst. Ja, Leute, das war es mit Tammy Y. Es war sehr schön. Also es war wirklich so cool. Ich mochte die Geschichte. Ich mochte das Design. Ich mochte die Charaktere. Und es war wirklich mega, mega schön. Ja, Leute, das war die letzte Folge von Tammy Y. Das war's einfach mit unserem Abenteuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, was haltet ihr im Endeffekt von Tammy Y? Mochtet ihr die Geschichte und fandet ihr es auch so schön wie ich? Es war mir ein Fest, mit euch Tammy Y zu spielen. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Aber ich bin auch froh, dass wir jedes Rätsel gelöst haben und nun wissen, wer der Vater ist, wie es zu Ende ging und dass jetzt sowohl Tyler als auch Allison noch ein schönes Leben, sag ich mal, haben. Ich bin ein bisschen traurig, dass die beiden jetzt ihr Leben sozusagen getrennt voneinander leben. Abonniert uns gerne, aktiviert die Glocke und ja, schaut vorbei. Das war ja nur ein Story-Game. Vielleicht folgen auch noch weitere oder auch viele andere coole Games. Also bleibt auf jeden Fall auch am Start. Ja, schaut auch gerne bei Naka und unseren anderen Social Media Kanälen vorbei.